Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Suicide of Rachel Foster. Wir haben uns jetzt gerade daran erinnert, dass es einen Zwischenraum gibt, den ich vorhin schon entdeckt hatte, wo ich gesagt habe, dass da noch Kisten vorstehen. Auf jeden Fall müssen wir da jetzt hin. Weil an dem Tag, als Rachel halt sich umgebracht hat, gab es ein wichtiges Spiel für uns. Und wir haben die Kisten schon längst weggeräumt. Oder jemand hat sie für uns weggeräumt. Auf jeden Fall müssen wir da mal. Da gehe ich nicht rein. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Oh nein. Oh, der absolute Albtraum für mich. Ist das ein Hockeyschläger? Oh, ist das unheimlich, ey. Das ist so creepy. Bitte bewegen. Oh mein Gott, was? Sie wurde umgebracht. Das ist Rachel mit ihrem ungeborenen Kind und jemand hat sie. Haben wir sie umgebracht? Nein. Oder? Oder jemand hat sie mit unserem Hockeyschläger umgebracht? Was? Irving? War klar, dass er nicht zu erreichen ist. Hello? Can you hear me? I'm on the mezzanine, and it's a nightmare. There are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick! If you're listening to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel was killed? But why my hockey stick? Hello? Hello? Oh God, why isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. War klar, dass er nicht dran geht. Hör ich das gerade? Ich kann den aber auch nicht nehmen. Ja, der gute Irving geht jetzt wieder nicht dran, ne? Das war sowas von klar. Gott, schnell wieder raus hier. Ich hab so Schiss, ey. Ja, geh raus da, Mädchen. Where are you, Nicole? It's about time. Why didn't you answer? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? What doors are you talking about? Keep going. Hello? Hello, Irving. Ich wusste es. Der wusste über alles Bescheid. Waren die Schuhe da schon immer? Und irgendwas hat doch hier gerade geklingelt, oder nicht? Die Klingel unten an der Rezeption. Mysteriöse Stiefel? Ja, und noch ganz nass. Hier ist alles nass. Es war einer draußen. Und die hat gerade einer benutzt. Irving, was tust du? Was verbirgt sich hinter der verschlossenen Tür im zweiten Stock? Okay, wir haben einen Auftrag. Haben wir auch irgendwie eine Knarre oder sowas? Wir hätten den Hockeystocken mitnehmen müssen. Ich sag doch, der ist die ganze Zeit hier im Raum, im Hotel mit uns. Ah, nur wer ist er? Er ist bestimmt der Bruder. Ich kann es mir nicht anders. Oder, oh, was ich auch noch nicht drüber nachgedacht habe, vielleicht der Eingeliebter
ein Klassenkamerad, der vielleicht in sie verschossen war. Na, da hat uns ja jemand schon die Arbeit abgenommen, wa? Hier hat er sich mit Sicherheit die ganze Zeit versteckt. Oh mein Gott, ich hab's geahnt. Wir sind in Irvings Room. Dodge Modell. Ja, das ist unser Auto. Oh mein Gott. Montana, das Wetter. Ghost Sightings. Beweise, aber er glaubt auch. Outside the Ballroom Winner. Aber er glaubt auch an Geister irgendwie. Rachel war ja echt ein hübsches Mädchen, ne? Sind das etwa die Tage, die er hier schon verbracht hat? Wie lange ist denn der Typ hier? Nicole Wilson. Der hat uns genauestens recherchiert. Guck mal. 82. Also wir waren auch so im Teenager-Alter. Also entweder waren wir auch so 16 oder wir waren vielleicht so 14 oder so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da ein 10-jähriges Kind drauf ist. Oh mein Gott. Das ist unser Führerschein. Da sind wir beim Spiel. Oh, hier ist so ein Heizstrahler und der hat hier geschlafen und alles und ich hab's doch geahnt, ey. Er hat andauernd Fotos geschossen da, der hat das alles inszeniert. Die Kühlkammer. Die Geheimräume. Oh mein Gott. Hallo? I imagine you found my room. Oh, God. What? What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory. Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo. Hairband. A lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to do it. Mm-hmm. Is this a joke? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You, Jenkins, you never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. Yeah. You. Me? I... Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past, hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years, day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out, finally. Who are you, really? I want to tell you a story. There was an invisible boy.
Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father... Oh, his father had other plans for his soul. Es ist ihr Bruder. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry at night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her. For real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much. And it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. Ich habe Rachel nicht gehasst. Ich habe deine Schwester. Ich habe Rachel nicht gehasst. I didn't hate your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. Irving, where are you right now? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberlot. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. I want to know what you want from me. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Okay, sie hatte also eine Leseschwäche. Und retard heißt also schwachsinnig. Ich denke, wir müssen weiter. Hier ist eine Dunkelkammer. Hat überall noch schön Fotos gemacht. Jetzt aber die Frage, gab es das Zimmer denn wirklich oder hat er das aufgebaut? So, wir kommen jetzt zum letzten Stück. Zu der Männerhöhle unseres Vaters. Zum Dachboden. Ich sag gleich zu der Story noch mehr. Also da, jetzt kommt ja gerade erstmal noch einiges. Wir können uns hier ein Filmchen angucken. Ja, unser Vater. Rachel. Schreibmaschine, Teleskop, klar. Bücher. Ein provisorisches Bett. Hat er vielleicht hier seine Zeit mit ihr verbracht? Heimlich? Weil er hatte ja eine Affäre mit ihr trotz dessen.
Juchala. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? Nikki. You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter. Trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel. Who are you talking about? In the air about? We breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Figure out what Rachel is saying, Nikki. She's here. Mörderin. Ich? Haben wir sie umgebracht? Oh mein Gott, hier spukt es doch wirklich jetzt, oder? Das mit der Kreide war doch jetzt offensichtlich. Aber wir haben sie doch nicht umgebracht. Wir waren neidisch, aber waren wir so neidisch, dass wir... Ich weiß nicht. Hier ist ein Schlüssel. Schach. Ist das nicht die Dame? Was ist das für ein Schlüssel? Claire. Das ist der Schlüssel unserer Mutter. Jetzt geht die Tür wieder auf. Ich glaub's nicht. Wir werden gleich etwas sehr Unangenehmes finden. Unsere Mutter. Unsere Mutter hat sie umgebracht. Und wir sollen das bezeugen. Deswegen sollen wir Zeugnis ablegen. Wir sollen das bezeugen. Wir sind nicht die Mörderin, sondern unsere Mutter. Also ich glaube da sehr heftig dran gerade. Ich bin gerade mit alles überwältigt. Unser Vater steckt mit Irwin unter einer Decke. Der hat sich das alles ausgedacht. Warum sind denn die ganzen Türen auf? Oh mein Gott. Ich gehe einfach weiter. Ich habe mich geirrt. Es spukt. Hallo. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone.
You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her, and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. Wir haben den Autoschlüssel unserer Mutter. Und, oh, jetzt... Na, da drinnen sein kann sie ja nicht, aber... Oh Gott, das ist nur eine Decke, ne? Oh Gott sei Dank, das ist nur eine Decke. Böse. Was ist in dieser Decke? Wasch sie, wasch sie, wasch sie, okay. Da hat gerade einer ziemlichen Stress. Sie soll es bezeugen, dass ihre Mutter Rachel umgebracht hat. Aus Eifersucht, aus Rache, aus Hass, aus... Oh mein Gott, das ist so... Und der Vater und so, die haben es geahnt, die wussten es irgendwie, aber es fehlte nur noch ein Puzzleteil, damit sie damit abschließen konnten. Ich denke mal, ich muss das hier waschen, weil da, denke ich mal, wird das nicht funktionieren. Oh je. Was werden wir jetzt da drin finden? Haare? Blut? Blut. Und die Zahnspange. Oh mein Gott, mir wird richtig schlecht, ey. Ui. Oh Gott. How could I have forgotten? I saw everything. I was there. All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look. It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me.
I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Go on. No. I don't... Go on! We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her in the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Thank you, Nikki. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me. You. We didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. You're the only one left. Don't leave me here alone. I'm scared. It's white as far as the eye can see. Beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. And now I can finally rest in the light. I can go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. Another time. Beyond this horizon of events. Everything is... Irving? Irving? I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Was denn das denn? Ah, who's there? Da kommt jemand. Rachel? Is that you? Um.
Also wir waren doch ein Kind. Ich versuche das jetzt gerade erstmal alles so. Wir waren doch ein Kind. Also waren wir doch so um die 10, sag ich mal, 10 Jahre. Ich sag mal so pauschal. Das Telefon klingelt. Wir sitzen im Auto. Mit der Zahnspange von Rachel. Und haben das... Oh mein Gott, die will sich umbringen. Hier, die Abgase vom Auto sollen hier rein. Was? Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally I can get through. You don't know how many times I tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What'd you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home, and I have to stay here forever. War klar, nur an Geld denken. Ja, und... Aber ich will mich nicht umbringen. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day. But they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice to be all together. Mom, Dad, it would be so nice. Hat sie jetzt vollkommen ein an der Klatsche? Gangschaltung, nein, ich möchte mich nicht umbringen. Radio. Ich kann nichts anderes machen, als die Gangschaltung einlegen. Ich will mich nicht umbringen. Wait. I did all that you asked me. Ich möchte das nicht. Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. Said that. I'm scared. Mit wem hat sie denn? Mit wem redet sie denn da? Zwingt vielleicht Rachels Geist sie dazu? Oh mein Gott. You. I don't want to die. It's getting dark. I can't see the light. Ausschalten, natürlich. Ich will nicht sterben. Das macht ja so mal gar keinen Sinn. Macht aus! Gott. I'll stay here with you, Daddy. Mom, we'll bring back the Timberline to its fortune together. We will be happy again, all together. Yes. Like a whole family. No more anger, just love. Was? The Suicide of Rachel Foster. Das was? Oh mein Gott! Ich muss... Ich muss über so viel reden. Sprechen wir erstmal gerade kurz über das Ende. Eben schnell. Warum wollten wir uns umbringen? Oder warum sollten wir uns umbringen? Das war so unlogisch für mich. Aber es hat auch so gewirkt, als wenn sie gerade in dem Moment nicht mehr alle beisammen hatte und mit sich selbst geredet hat. Oder
Und dann wiederum hat es so sich angehört, als wenn jemand sie zwingt, dass sie sich umbringen soll. Vielleicht Rachels Geist. Hatten wir es vielleicht wirklich mit einer Art Geist zusätzlich, sag ich mal, zu tun? Weil, ich meine, Irving, hin oder her, dass der da im Hotel die ganze Zeit mit uns zusammen war, im abgesperrten Bereich. Aber ich erinnere euch, als wir da rausgegangen sind, dass alle Türen der Zimmer offen waren und als wir da durchgegangen sind, sind die alle zugeknallt. Wie hätte er das machen sollen? Oder die Tafel? Wie hätte er da drauf... Es wurde ja in dem Moment geschrieben, als wir da standen. Dann Fuß, also die Laute, dass jemand auf uns zukommt, gerade als wir da Irving verabschiedet haben. Da war jemand. Also, und auch dieses Flüstern teilweise. Ich glaube schon, dass ihr Geist da wirklich gelebt hat. Weil der Vater und Irving waren ja auch davon überzeugt. Und die beiden haben unter einer Decke gesteckt und haben versucht, das Rätsel zu lösen, weil die sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen konnten, dass sie Selbstmord begangen hat. Und sie wollte aber vielleicht, dass die beiden das nicht lösen. Und deswegen haben sie das mit Nicole so gedeichselt, dass nach dem Tod des Vaters, dass der Irving das weiterführt und sie aufklärt. Nicole sollte Zeugnis ablegen, dass ihre Mutter die Mörderin ist. Aus Rache hat sie das junge Mädchen und das Kind erschlagen mit dem Hockeystick ihrer eigenen Tochter. Und sie hat es mitgekriegt, sie hat es gesehen, aber sie wollte es nicht wahrhaben. Sie war ein Kind. Sie hat es nicht kapiert. Sie hat es wieder aus ihrem Gedächtnis gestrichen. Und genau das wollte man wieder wachrütteln. Also, das ist so eine krasse Story. Auch das so, das mit dem Telefon die ganze Zeit. Ich meine, mir war auf eine Art ja auch klar, dass da irgendjemand ist, dass wir da nicht alleine sind. Weil manche Sachen haben sich wirklich angehört, als wenn da jemand rumlaufen würde. Und dass er die ganze Zeit da gelebt hat, alles geplant hat. Und dann auch zum Schluss da die Stiefel, der war draußen. Da hat ja auch einer geklingelt und alles so. Und das war so, oh. Auf jeden Fall haben wir es ich weiß nicht, was da jetzt, ob sie jetzt das Hotel da weiterführt oder so. Das ist ja, aber ich bin echt baff. Also das ist wirklich krass mit der Mutter. Deswegen hat die Mutter auch so in dem Brief geschrieben, es konnte nichts Besseres passieren, als dass sie sich von der Klippe wirft. Die hatte so einen Hass drauf, ne? Ich meine, wie soll ich das erklären? Ich kann den Hass nachvollziehen. Also wenn ich jetzt daran denke, würde, dass ich mit einem Mann, also dass ich, oder ne, mit meinem Partner halt wirklich jahrelang verheiratet bin und ich habe eine Tochter mit demjenigen oder halt ein Kind mit demjenigen und ich habe mir mit demjenigen alles aufgebaut und dann von heute auf morgen tauchten für mich, wenn ich ehrlich bin, ein Kind auf, also eine Teenagerin, die natürlich jünger ist und vielleicht auch hübscher ist, ja, aber dann, ich meine, 16 und 30 Jahre älter, ich meine, ich habe nichts gegen Altersunterschiede, keine Frage, ne, ich weiß nicht, so, also natürlich ist man da als Frau oder auch als Mann angepisst und sauer und denkt sich so, ja, derjenige holt sich jetzt eine Jüngere oder einen Jüngeren und man, klar, aber man sollte den Hass dann, ja, und sie wusste natürlich, dass sie eine Ehe zerstört, es ist ja nicht so, dass sie blind war oder und es nicht mitgekriegt hat, dass er verheiratet war und alles drum und dran, aber dann geht man doch mit Würde. Mein Gott, man kann ausrasten, man kann alles kaputt hauen, man kann viel zerstören, aber einen Menschen dafür umbringen und vor allen Dingen sie, wenn, dann hätte er es ja wohl verdient gehabt. Aber sie und dann so, ich meine, sie war jung, vielleicht wusste sie es auch nicht besser, sie war verliebt, vielleicht war das ihre erste Liebe und, ne, Liebe macht blind. Er hätte es besser wissen müssen, aber selbst dann lass sie doch zusammenleben, lass sie machen, was sie wollen und dann mit Würde gehen, ich weiß nicht. Also das Spiel war ziemlich krass. Es war wirklich krass. Es gab auch vorher eine Warnung, dass das halt nicht für so Leute gemacht ist, die halt so mit Selbstmordgedanken und so und alles so drum und dran und auf der und irgendwie mit der Psyche nicht so ganz
gut sind, ist das halt nichts. Also man sollte das halt dann auch nicht, wenn dann auch nicht alleine spielen oder so. Ja. Es war ein gutes Spiel, es war ein wirklich gutes Spiel. Hat mich ein bisschen an Gun Home erinnert. Ja, ich bin so müde. Ja. Es war wirklich gut. Okay, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sag dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.